Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Endling. Ja, wir spielen das jetzt mal weiter, beziehungsweise zu Ende, weil es sich einige gewünscht haben und ich gucke gerade Spice and Wolf, das ist ein Anime. Und da gibt es auch so eine Wölfin und da hat mich das erinnert. Eine Füchsin meine ich natürlich, keine Wölfin, ich bin ja hier der Wolf. Um nochmal alle abzuholen, ganz links haben wir den Jay, der Braune hier vorne, das ist der Dennis und der Graue da hinten, das ist Nico. Der Frosch gehört jetzt eigentlich nicht zur Familie, eigentlich müsste das der Diddle sein, aber Diddle hat sich leider entführen lassen gleich in der ersten Nacht, weil er ein bisschen blöd ist. Und Ziel des Spiels ist es, diesen Diddle, oh mein Gott, was ist hier denn jetzt schon wieder, zu retten. Letztes Mal haben wir den Entführer in eine Fabrik begleitet, sage ich mal, und da ist er dann weggelaufen. Und ja, das war, glaube ich, der letzte Stand, wo wir stehen geblieben sind. Dann habe ich mein Abitur nachgeholt und jetzt sind wir da im Ladebildschirm, der richtig lange geht. Nacht 10. Also an sich ist das Spiel halt auch nicht so super lange. Ich bin jetzt sowieso gerade auf so einem Trip, dass ich meine ganzen Spiele, die ich mal angefangen habe, auch mal beenden möchte, beziehungsweise allgemein Sachen, die ich mal angefangen habe, beenden möchte. So. Noni! Okay, das ist ja schon der erste Gegner hier, das ist ja richtig geil. Also zum Beispiel auch meine ganzen Animes, ich habe jetzt Servamp zum Beispiel zu Ende geguckt oder auch Helsing. Ja, ist jetzt sehr vampirlastig, was ich gerade an Animes gucke. Und halt wie gesagt jetzt auch dieses Spice and Wolf. Wo es, nee, ja, es heißt Spice and Wolf, aber es geht um den Fuchs. Wir waren in dieser komischen Fabrik. Ich würde sagen, wir gehen einfach wieder hin und gucken, was passiert, oder? Ah, guck mal, da hinten sind ja schon mal solche Pestbereiniger oder wie die heißen. Diese gelben Leute da hinten. Was passiert, wenn wir hier oben lang gehen? Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Dennis hat irgendwas gefunden. What is it? Ah, irgendwas zu essen. Okay, sehr gut, Dennis. Sehr gut. Ich habe mir auch vorgenommen, dass meine kleinen Füchschen, Welpen heißen die, naja, Welpen heißen die, glaube ich, dass die, oh Gott, nichts Ekliges mehr zu essen bekommen. Also die kriegen keinen Müll mehr von mir zu essen. Ich bin jetzt eine gute Mutter geworden, hoffentlich. Das heißt, die kriegen nur noch Obst und Gemüse und natürlich Fleisch von mir. Da ist schon wieder irgendwas Böses. Da ist Böses im Busch. Was Böses? Ja, ich weiß jetzt halt überhaupt nicht, wo ich hin muss. Dann gehen wir doch mal in die Fabrik rein, Leute. Müll? Nee, ich habe gesagt, kein Müll. Ich weiß, meine Kleinen, ihr mögt Müll richtig gerne, aber unter meiner Obhut kriegt ihr ab sofort keinen Müll mehr. Ich weiß, die Menschen sind böse und sagen alle, ihr seid Abfall und wollen euch umbringen, weil ihr so ein Abfall seid. Aber in Wirklichkeit seid ihr doch mein größter Schatz. Mein Schatz. Und ich werde euch niemals den Menschen überlassen. Okay, ich würde sagen, ich gucke einfach mal, wo ich genau hin muss. Und dann hole ich euch wieder dazu, wenn ich was gefunden habe, okay? Guter Plan, guter Plan. Also keine Ahnung, fühlt sich gerade eher so an, als wenn ich einfach ein paar Tage hinter mich bringen müsste, damit es dann weitergeht. Da, endlich eine neue Spur. Guck, das finde ich so komisch an diesem Spiel, dass man einfach ein paar Tage hinter sich bringen muss, damit es dann einfach irgendwann weitergeht. Warum? Und das sagt denn ja auch keiner. Sache ist, wir brauchen jetzt natürlich trotzdem irgendwie Essen. Ich hoffe, die Eule ist weiter rechts. Und nicht bei uns. Ja, da hat sich jetzt wieder was geöffnet. Immer der Nase nach, sagt man doch so schön. Ah, immer der Nase nach, aber nicht mit den Pfoten zuerst. Aua, das tat doch schon wieder weh. Was haben wir denn da? Wefudgy Camp. Okay, ab zum Wefudgy Camp. In der Hoffnung, dass wir auf dem Weg dahin vielleicht noch ein bisschen was zu essen finden. Was hat das mit diesem Brett auf sich? Hm? Sieht aus wie ein Schiff? Oder ein Karren? Auf jeden Fall ist Diddle da. Und ich kann nur noch nach links laufen. Was ist denn mit diesem Spiel los? Dass ich so viele Bugs habe. Oh mein Gott. So, hier gibt es auf jeden Fall was zu essen. Wir brauchen richtig dringend Essen. Dennis, du bist jetzt das Füchschen im Haus. Du musst das Essen ranholen und zwar für uns alle. Nicht nur für dich. Sei nicht so egoistisch. Teile mit deinen Brüdern. Okay, so halb. Wird schon noch. Das lernt Dennis noch, dass er da teilen muss. Nehmen wir noch eine Spur. Ah, ist nämlich doch ein Karren. Sieht irgendwie aus wie so ein Schiff. Der zieht einfach so ein Schiff hinter sich her. Oh, guck mal, hier hat hier kurz Diddle verloren. Ist das sogar aufgebrochen? Oh, das wäre natürlich cool, wenn Diddle sich einfach selber gerettet hätte. Und einfach irgendwo jetzt rumsteht. Weil er nicht weiß, wie er nach Hause kommt. So, was ist das hier? Ist das wieder eine Falle? Ja, ne? Dann springen wir einmal rüber. Aber ich bin natürlich ein Sadist und gehe rein. Man kennt's von mir, man kennt's. Ab und zu immer mal in so eine Bärenfalle reinlaufen. Das hält er bei Trapp, dann weiß man, dass er noch lebt. Ja, 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 ja. Der ist tatsächlich da reingegangen? Was ist das für ein komischer Typ, was der für komische Wege geht? Ach, neuer Unterschlupf, sagst du? Hey, ich würde, das finde ich jetzt aber auch wieder komisch. Ich würde doch nicht in ein, also da übernachten, wo mein Feind ganz offensichtlich auch drinne war. Ich bin jetzt einfach im Feindesgebiet, um zu übernachten.
Oh, aber anscheinend gab es hier Essen. Also der hat hier auch übernachtet. Der ist genauso wie wir. Ohne Zuhause, ohne Zukunft. Aber da hat uns anscheinend ein paar Nahrungsmittel dagelassen. Das ist ja schon mal ganz nettchen soweit. Oh, eine Cutscene. Leute, ich hatte ja ewig keine Cutscene mehr. Der Winter verschwindet, der Frühling kommt. Wie im echten Leben. Das finde ich sowieso immer richtig schön, wenn diese Pflanzen überall rauskommen im Frühling. Da kriegt man immer gleich richtig tolle Frühlingsgefühle. Wir haben auch in der ganzen Familie jetzt schon diesen Frühjahrsputz gemacht und so. Das passt alles, jojo. Habt ihr auch schon den Frühjahrsputz gemacht, Leute? Schreibt's in die Kommentare. eBay ist ja jetzt auch ohne Verkaufsgebühren, ne? Richtig cool, kann man alles verkaufen, verkaufen, verkaufen. Alles muss raus. Nacht 13. Da passiert bestimmt wieder irgendwas richtig Ekelhaftes. Und das hier scheint jetzt aber unser neuer Unterschlupf zu sein, nicht wahr? Nee, ich kann da anscheinend nicht nochmal rein. War nur für eine Nacht. Ein Unterschlupf für eine Nacht. Aber hier ist doch schon wieder richtig schön. Hier blüht alles. Hä, stimmt, haben wir einen Winterschlaf gemacht? Oh, damit kann ich auch erklären, warum so lange keine Folge kam. Weil die Füchse natürlich einen Winterschlaf machen mussten, Leute. So, jetzt haben wir die Geschichte. Genau. Die haben einfach Winterschlaf gehalten, auch wenn ich nicht weiß, ob Füchse das wirklich machen. Ein Ei, Leute. Kinder, habt ihr Bock auf was richtig Geiles, was ihr noch nie hattet? Ein super, duper, schlecker, schmecker, geiles Ei. Doch, hatten wir schon. Ich kann mich daran erinnern, dass ich erzählt hatte, dass ich dieses Fuchsvideo gesehen hatte, wo die so ein Ei bekommen haben und damit dann richtig freudig weggelaufen sind. Ja, ja. Jo, was gibt's denn hier sonst noch so? Hier gibt's auf jeden Fall keine Gegner und anscheinend auch keine richtigen... Das Ei lassen wir erstmal da. Guck mal, sogar zwei Eier. Richtiges Festmahl. Aber nicht heute, Leute. Heute hattet ihr schon. Also ich glaube, dieser Tag ist nur dazu da, um erstmal die Umgebung zu erkundschaften, was es hier alles so gibt. Und ich würde sagen, wenn unsere Kleinen dann irgendwann wieder da sind, kommt ihr, Leute. Da seid ihr. Da kommen sie angesprintet, wie kleine Sonics. Dann war das ein kurzer Tag für uns. Was für Gefahren, was für Chancen wird uns Nacht 14 präsentieren. Okay, ein Jäger. Das finde ich ja schon mal richtig scheiße jetzt. Die haben ein Gewehr und Gewehre verschießen meines Wissens Patronen. Und Patronen sind, glaube ich, lebensgefährlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich bin jetzt noch nicht so lange eine Fuchsmama. Ich bin ja auch erst 3 Jahre alt. Von denen her keine Ahnung, ob Gewehre wirklich... jemanden umbringen. Der da unten sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein Jäger. Aber finde ich ja schon mal doof, dass hier jetzt auch Menschen sind. So, erstmal der versprochene Festschmaus. Ein Ei für 3 Leute. Und Mama kriegt wieder gar nichts ab. Ist vollkommen in Ordnung. Ah, das sind Pestizidleutchens. Oh, nee, das sind Förster oder so, ne? Die markieren die Bäume, die abgerissen werden sollen. Ja, ich glaube irgendwie sowas. Also kein Förster, sondern Baumfäller oder sowas. Also Förster sind, glaube ich, auch sowas ähnliches. Ja, eigentlich die Bäume aufforsten. Aber ich glaube, die markieren auch die Bäume, die alt sind oder kaputt sind. Die dann halt irgendwie abgerissen werden müssen. Abgerissen vor allem. Ich reiß die Bäume alle ab. Da ist der Jäger. Ich sehe ihn. Oh nein, jetzt wird das ja wie bei Little Nightmares 2. Da gab es doch auch so einen komischen Jäger. Oh nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Wenn ich einfach hier hochgehe. Feuer! Nein, oh, hallo. Dude! Jay ist einfach abgehauen. Nee, nicht da hinten rumlaufen. Leute, kommt bitte alle wieder her. Ich finde das zu blöd, wenn die... Holy shit. Sprintet Jay einfach los. Ja, aber der sieht mich doch... Wenn ich jetzt hier herlaufe, sieht er mich vielleicht doch nicht. Er hat mich aber gesehen. Oh mein Gott. Das war ganz schön knapp hier. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen in Deckung bleiben. Ich finde es aber blöd, wenn ich meine Kinder da liegen lasse. Die laufen dann einmal rum, dann schießt er einmal und dann sind meine Kinder plötzlich tot. Das wäre natürlich auch nicht so geil. Können wir den nicht einfach angreifen und ihn töten, bevor er uns tötet? Ist das sogar der, der Diddle entführt hat? Ja, ne, der sieht genauso aus. Jetzt, wo ich gerade darüber nachdenke, guck mal, der hat ja auch auf seinem Rücken so einen Käfig. Aber da ist kein Diddle drin, so wie ich das sehe. Nee, ist ein leerer Käfig. Nicht, dass er Diddle schon aufgefressen hat, weil er irgendwie Hunger hatte oder so. Das wäre nicht so schön. Ich hoffe halt, dass er jetzt nicht hier rüber guckt. Das weiß er, das scheint interessant zu sein. Ja, ist aber anscheinend nur irgendwas zu essen. Nehmen wir trotzdem mit. Denn alles, was wir mitnehmen können, ist in Ordnung. Ach, ist das ein... Das scheint ein Kaninchen zu sein, oder? Was ist das? Scheint auf jeden Fall zu schmecken. Das ist auch schon mal schön. Ja, voll. Gut, wir wissen, dass jetzt ein Jäger unterwegs ist, der auf der Lauer ist. Nicht so ganz geil, muss ich sagen. Aber viel mehr gibt es dann leider auch nicht.
Obwohl, was ist denn hier? Auf Japanisch steht da sogar irgendwas. Furejiu Fumu. Fumu? Fumu. Certified Quality Products. Fumu. Fumu? Keine Ahnung, Leute. Weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Aber der Tag ist schon wieder fast vorbei. Können wir eigentlich auch wieder nach Hause gehen. Oh! Okay, der hat die... Wieso töten die denn alle Tiere, die hier so sind? Ich raff's halt gar nicht. Kommt ihr alle mit? Er hat nix gesehen. Die sehen halt auch so ein bisschen aus wie aus... Weiß gerade nicht, wie das Spiel heißt. Aber dieses komische mit dieser Comic-Look-Stil-Dingsbums. Ihr wisst schon, was ich meine. Wo man in der Wüste ist und alle möglichen Leute abknallt. Was ist, wenn wir hier jetzt einfach in unseren Unterschlupf gehen? Da kommt das nicht hinterher, oder? Wir schlafen jetzt einfach und dann sind alle Menschen weg und dann ist wieder alles gut. Ja. Die finden nie heraus, dass wir hier sind. Oh mein, nein. Wenn er jetzt hier reinkommt, dann sind wir ja alle tot. Weil er geht dran vorbei. Alter, das wird ja voll zum Horrorspiel hier. Was denn los? Mit Fragezeichen markierte Orte erlaubt dir eine Ablenkung zu platzieren. Die haben jetzt den ganzen Wald hier schon abgeforstet. Die sind schon mitten dabei. Krass. Guck mal, wie schnell die sind, hier alles abzuforsten. Das war nur eine Nacht und alles ist kaputt. Hallo, kleiner Hase. Willst du dich vor mir verstecken? Hast du vor, dich vor mir zu verstecken? Und kriegst es anscheinend auch hin. Nee. Oh, okay, doch. Moment. Oh. Falsch. Ich bin der beste Jäger aller Zeiten. Einfach nach Hause und eine Nacht wieder rumbringen. Dann ist doch die halbe Miete schon getan. Alright, dann versuchen wir mal irgendwie zu Molly zu kommen. Das sollte von hier aus gehen. Also von hier aus kommen wir zumindest zum Haus. Und jetzt hoffe ich einfach, dass die Molly hier auch lebt. Was ist das? Auf jeden Fall irgend so ein Käferkram. Hallo? Ah, böse oder lieb, böse oder okay, böse. Oh, geil. Oh mein Gott. Ja, und jetzt? Bitte einmal in den Baum rein. Euch wird nichts geschehen. Schießt der einfach auf mich, der Blödmann. Ich wollte doch nur zu Molly. Wo sind die anderen beiden? Oh, aber einer kann jetzt klettern. Aber nur einer, das ist doch doof. Oder kann alle klettern? Das ist der Nico. Der Score, der kann klettern. Ja, und der Rest bleibt jetzt da unten, oder was? Das ist auch scheiße. Hallo, bist du Molly? Oh, ja, nimm ich. So einen leckeren Apfel? Gerne. Ja, isst euch. Nico isst euch. Nein, es ist der Vater von Molly. Oh nein. Die Umweltaktivistin und Tierliebhaberin ist einfach die Tochter vom fucking Jäger. OMG. Okay, aber jetzt haben wir zumindest schon mal Molly kennengelernt. Und die scheint uns gut gesinnt zu sein. Zumindest hat sie uns einen hoffentlich nicht vergifteten Apfel gegeben. Wenn Nico diese Nacht umkippt, dann wissen wir, dass Molly auch böse ist. Alright, alright. Das war Nacht Nummer 16.